Schnelle und professionelle Hilfe überall und für jeden, das ist in Deutschland eine Selbstverständlichkeit, die die Rettungsdienste in die Pflicht nimmt. Doch seit Jahren steigen die Anforderungen und die Belastung der Einsatzmitarbeiter. Damit der Rettungsdienst handlungsfähig bleibt, müssen die Rahmenbedingungen geändert werden. Markus Müller, Geschäftsführer des DRK Rettungsdienst Mittelhessen und Betriebsrat Arne Sommerlath setzen sich dafür ein. Die größte Problematik in der momentanen Situation ist die Gleichzeitigkeit der Einführung des Berufsbild Notfallsanitäter in den Betrieb und die Erweiterungen der rettungsdienstlichen Vorhaltung, sprich der zusätzliche Personalbedarf, den wir zu decken haben. Also wir haben einerseits die Qualifizierungsoffensive zum Übergang vom Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter zu leisten, der mit erheblichen Personalausfällen einhergeht und jeden Einzelnen im Betrieb deutlich fordert. Und wir müssen darüber hinaus, um den gesetzlichen Auftrag, unsere Aufgaben gegenüber den Landkreisen erbringen zu können, dieser Auftrag wird größer. Wir müssen mehr Fahrzeuge, mehr Schichten besetzen. Sprich, wir haben vom Auftraggeber ausgehend auch noch einen Zuwachs an Personal sicherzustellen. Und diese beiden Effekte machen es gerade enorm schwer, noch zu einer stabilen Dienstplansituation zu kommen. Wir haben aktuell eine 48-Stunden-Woche. Es gibt 38,5, 39-Stunden-Woche als weiteres Modell. Allerdings sind hier die Dienstzeiten nicht voll bezahlt. Für 12 Stunden kriegt man zwischen 9 und 10 Stunden, was im Endeffekt auch gleich einer 48-Stunden-Woche entspricht. Das belastet die Mitarbeiter. Die Einsätze werden nicht weniger, es werden immer mehr. Die Patienten werden auch immer schwerer. Man kann entgegenwirken, natürlich mit Hilfsmitteln, aber es gibt keinen Roboter, der den Patienten die Treppe runterträgt. Das muss man noch selbst machen. Diese Voraussetzungen, die sind für viele das Argument zu sagen, ich fahre gerne im Rettungsdienst, ja, aber ich kann keine 40 Jahre dort fahren, es wird nicht funktionieren. Das sagen nicht nur ältere Kollegen, das sagen auch junge Kollegen. Seit Jahren verzeichnen wir sowohl in den betrieblichen Abläufen als auch in dem Einsatzspektrum eine enorme Verdichtung der Arbeit. Das liegt einerseits daran, dass wir in manchen Bereichen binnen Jahresfrist eine 10-12%ige Mengensteigerung an Einsätzen zu leisten haben oder zu leisten hatten. Und es liegt auch daran, dass die betrieblichen Strukturen bedingt durch Hygieneanforderungen, bedingt durch komplexer werdende Medizintechnik immer mehr interne Routineabläufe erfordern, die die Mitarbeiter im Einsatzdienst zwischen den Einsätzen, also in der vermeintlich einsatzfreien Zeit, zu leisten haben. In diesem Bereich fallen auch große Anforderungen an Dokumentation und entsprechender Nachweisführung, sodass also der Einsatzdienstmitarbeiter beileibe nicht pausiert, nur weil sein Fahrzeug gerade in der Garage steht. Es gibt kaum Mitarbeiter, die es gesund in Rente schaffen. Der Einsatzdienst zollt Tribut. Viele Kollegen, ältere Kollegen, haben Probleme mit den Knien, mit der Hüfte, Rücken, Bandscheiben. Was passiert denn? Was passiert, wenn ich berufsunfähig werde, wenn ich nicht abschlagsfrei in Rente gehen kann? Es geht vielen so, viele schleppen sich noch bis zur Arbeit. Es zeigt ja der aktuelle Stand, gesund in Rente im Rettungsdienst, ein super seltener Fall, kommt kaum vor. Was passiert dann? Ich verdiene ohnehin relativ wenig in Bezug auf 12-Stunden-Dienste, teilweise 24-Stunden-Dienste, auf eine 48-Stunden-Woche, auf Wechselschichten, kurze, lange Schichten, Nachtdienst, Tagdienst, Wochenend, Sonn-, Feiertags, da wird immer gearbeitet. Und dieser Bezug, wenn ich den herstelle zu den Belastungen, die ich habe als Rettungsdienstmitarbeiter, kann ich sagen, es wird nicht funktionieren. Sie haben Angst, die Rente, wenn ich diesen Abschlag erhalte, wenn ich mit 55 arbeitsbedingt, krankheitsbedingt in Rente gehen muss, dann ist die Altersarmut eigentlich schon vorprogrammiert. Selber jahrelang, jahrzehntelang Rettungsdienst fahren und dann zum Sozialfahrer werden, ist schlimm. Hier ist die Gesellschaft, hier ist die Politik gefordert, zu sagen, wir müssen hier handeln, wir müssen den Rettungsdienst in ein besseres Licht rücken, wir müssen das Personal absichern. Ansonsten
ist es sehr, sehr schwierig, junge Menschen für diesen Beruf langfristig zu motivieren. Das ist eine Schuld der Politik an den Bürgern, genauso wie es die Polizei gibt, die Feuerwehr. Die Notfallversorgung im medizinischen Bereich muss gewährleistet sein. Die muss für ein Land wie Deutschland absolut hochwertig sein. Die derzeitigen Rahmenbedingungen unseres Berufes oder unserer Berufe in der Notfallversorgung sind ungünstig. Sie sind vor allen Dingen ungünstig im Vergleich zu anderen Berufen in der Industrie und in vergleichbaren Bereichen. Soweit Rettungsassistenten oder künftig Notfallsanitäter in Berufsfeuerwehren verbeamtet tätig sind, haben sie als Beschäftigte natürlich einen enormen Vorteil, weil sie tatsächlich versorgt sind. Der Status des Beamten versorgt ihn. Dann gibt es aus dem Dienstrecht hergeleitet für bestimmte Berufsgruppen wie eben Polizeibeamte, Feuerwehrbeamte, gibt es bestimmte Altersgrenzen, die die Schichtdienst- und Einsatzdienstfähigkeit betreffen. Da ist der Beamte eindeutig im Vorteil. Das trifft im Übrigen nicht zu auf die Angestellten der Feuerwehren, die es in Großstädten auch häufig im Einsatzdienst gibt. Wir wünschen uns, dass wir zu Lösungen kommen, dass wir einem Ausstieg oder einer altersentsprechenden Beschäftigung näher kommen. Wenn wir es nicht schaffen, hier Verbesserungen zu erreichen, dann werden wir nicht mehr in der Lage sein, den beruflichen Nachwuchs tatsächlich hier in den Betrieb zu bekommen, den wir tatsächlich brauchen. Da ist unser Rettungsdienst Mittelhessen noch hervorragend aufgestellt. Wir sind ein sichtbar gut aufgestelltes, sichtbar attraktives Unternehmen, wo für die Beschäftigten und für die Bevölkerung, für die Patienten Hervorragendes geleistet wird. Deswegen haben wir erstmal noch genügend Interessenten für die Tätigkeit bei uns. Wir haben aber, wie viele andere Rettungsdienste auch, nicht die Kraft, diejenigen, auf die wir gerne bauen würden, über mehr als 6 bis 8 oder 10 Jahre im Beruf zu halten, weil eben die Möglichkeiten so begrenzt sind. Und hier ist das Problem, einerseits den Nachwuchs zu gewinnen, das ist in der Branche bereits hier und da ein Problem, bei uns noch nicht, aber dann auch die wirklich geeigneten Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Beruf zu halten.